Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor zwei Tagen haben Sie von Union und SPD mit Ihrer Mehrheit im Rechtsausschuss verhindert, dass unser interfraktioneller Gesetzentwurf, die sexuelle Identität ins Grundgesetz aufzunehmen, überhaupt debattiert wird. Heute gibt es diese Debatte nur, weil es Oppositionsrechte gibt. Und ich muss Ihnen sagen, das ist ein unwürdiges parlamentarisches Verfahren. Denn unser gemeinsamer Gesetzentwurf von Grünen, FDP und Linken, der liegt schon lange vor. Die Anhörung ist lange her, und ich erinnere Sie deswegen noch mal dran. Alle Sachverständigen sprachen sich für die Ergänzung in Artikel 3 aus. Zeit für ihre Meinungsbildung gab es genug, Gespräche gab es auch genug. Und darum ist es völlig unverständlich, dass Sie jetzt sogar die Beratung verweigern wollen. Ich sage Ihnen, Diskriminierungsschutz für Menschen im Grundgesetz ist das Gebot der Stunde. Das Thema ist zu ernst für Ihr politisches Geplänkel. Ich habe kein Verständnis dafür. Und auch den Populismus, den hier Karl-Heinz Brunner vorwirft, den spiegele ich einfach mal genauso zurück. Und Sie haben diese Woche unter Beweis gestellt, dass Sie für die Würde und den Schutz queerer Menschen keinen Finger heben. Was Sie aber mit größtem Selbstverständnis gehoben haben, waren überall Regenbogenfahnen zum Eider-Hobbit. Ihre Widersprüchlichkeit für die Anliegen von LGBTIQ ist leider deutlich. Sich mit Fahnen der Solidarität für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bi, Trans und intergeschlechtlichen Menschen zu schmücken, ist doch keine Mode. Diejenigen, die seit Jahrzehnten für die Ergänzung der sexuellen Identität in der Verfassung kämpfen, ist das maximal enttäuschend. Und deswegen frage ich Sie als Kollegin hier gerade raus. Was haben Sie von der Spitze der SPD am Montag gemeint, als Sie zum Eider-Hobbit mit der Forderung zur Ergänzung von Artikel 3 nach vorne gegangen sind? Was meinte Paul Ziemiak mit dem Tweet vorm Adenauer Haus, an dem die Regenbogenflaggen wehte? Oder Kollege Lutschak, Sie sagen es jetzt wieder, die sexuelle Identität auf allen Kanälen zu fordern. Was bedeutet das am Ende? Wenn Sie heute nicht den Schritt nach vorne machen, wenn Sie unseren Gesetzentwurf noch nicht mal zulassen zur Debatte, bedeutet das nichts. Ich finde, wer A sagt und Flaggen hisst, der muss auch B sagen. Deswegen, Kolleginnen und Kollegen, appelliere ich an Sie eindrücklich. Es ist so überfällig, in unserer Verfassung ein klares Bekenntnis zum Schutz queerer Menschen abzugeben. Denn Hass und Hetze gegen queere Menschen nehmen zu. Beim Mord in Dresden war das Tatmotiv homophobe Gesinnung. Das wurde zum heutigen Urteil zum ersten Mal klar und deutlich gesagt. Und diese Signalwirkung ist wichtig. Und wir haben die Pflicht, ausnahmslos alle Menschen zu schützen, diesen Schutzanspruch zu verankern und sichtbar zu machen. Die sexuelle Identität muss ins Grundgesetz. Also, Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns mit dieser Verfassungsänderung eine Signalwirkung in unserer Gesellschaft geben, dass jeder queere Mensch vom Staat gesehen wird und gemeint ist, egal wie er lebt und wie er liebt. Vielen Dank.